Ach ja, Forza. Ich erinnere mich an Drift Sessions in Motorsport 2, wo ich mit meinen Kollegen darüber redete, wie genial ein Open World Racer im Forza-Style wäre. Und 2012 war es dann einfach soweit. Wie aus dem Nichts schlug der Forza Horizon Trailer auf YouTube ein und die Forza Motorsport Community wurde mit multiplen Orgasmen und einer Kernschmelze im Hirn aus den Socken gehauen. Und Horizon war ein Erfolg. Mit einem Rennen Richtung Festival wurden wir in die Welt eingeführt und gleich von einer netten, reizenden Dame begrüßt. Horizon 1 ist einzigartig in der Hinsicht. Keiner der nachfolgenden Teile konnte dieses Gefühl wiederbringen. Wir hatten Cutscene mit anderen Fahrern, gegen die wir fahren mussten und hatten sogar einen Endgegner in Aussicht. Darius Flint. Nein, nicht der Darius. Ich weiß noch, wie wir ständig mit unseren Bugattis und so weiter die Autobahn hoch und runter geballert sind. Horizon 1 war einfach ein Erlebnis und hatte auch großen Erfolg. Der Zeitpunkt war auch mehr als gut, denn 2012 hatte der Gigant Need for Speed, oder einzige Gigant, mit dem Most Wanted Titel 2012 einen Flop gelandet und dementsprechend erfolgreich war dagegen dann Horizon. Und auch kurz danach stand dann schon, 2 Jahre später, der Horizon 2 Trailer vor der Tür. Und es war wieder ein Genuss. Ich werde nicht vergessen, wie wir auf der Gamescom 2014 aufs Filmverbot gepfiffen haben und es zum ersten Mal spielen konnten. Eine abwechslungsreiche Map, mehr Autos, mehr Freifahrtmöglichkeiten, da es kaum noch unzerstörbare Zäune wie zuvor in Horizon 1 gab. Ein Wahnsinnsgeschwindigkeitsgefühl, aber keine Story mehr, wie man sie aus Teil 1 kannte. Es war mehr oder weniger so ein Abfahren von Events, aber keine Cutscenes mehr oder so, oder bestimmte Gegner, eigentlich nichts Besonderes. Also ein bisschen abgestumpft, erste kleine Einbuße, aber trotzdem auch heute noch ein Wahnsinnsteil. Ja, 2016, eines schönen Tags, erschien dann der Trailer für Horizon 3 und wieder schoss der Hype in die Höhe. Australien, einer der wohl beliebtesten Standorte des Horizon Festivals, begeisterte mit Küstenstraßen im Dschungel, eine kleine Wüste, einer Stadt vor allem und einer Palette neuer Autos, von denen manche nun auch mit einem Breitbausatz glänzen durften. Auch diesmal gab es wieder keine Story, da wir quasi auf einmal der Chef des Horizons waren und alles selber gemacht haben. Also wieder keine Cutscenes oder bestimmte Gegner und so weiter, wie aus Teil 1. Aber wir konnten, wie ich schon sagte, mehrere Standorte aufbauen, Fahrer in unseren Keller aufnehmen und neue Showrennen genießen. Horizon 3 war auch der Teil zum Beispiel, wo ich anfing, aktiver Forza zu streamen. Und wir hatten echt eine geile Zeit. War wirklich jedes Mal ein Genuss. Horizon 3 war ebenfalls ein Erfolg. Gar kein Wunder. Sie haben einfach alles richtig gemacht. Auch mehr Tuning und so weiter. Einfach ein Teil, der sich sehen lassen konnte. 2018 kam dann Horizon 4 und schon wieder war der Hype riesig. Die Entwickler schienen echt das Rezept für Perfektion gepachtet zu haben. Doch dann der Release. Horizon 4 hatte Startschwierigkeiten, Verbindungsabbrüche
und viele verschiedene Bugs warfen einfach so ein Schatten auf den Release und es war wirklich grauenvoll. Aber nach einer Weile wurden die gröbsten Probleme behoben. Einige Bugs kamen immer mal wieder und sind auch bis zum Ende geblieben. Aber im Großen und Ganzen konnte man das eigentlich gut spielen. Ne? Die Map wirkte auf Dauer auch ein bisschen stumpf, doch hat dem Spiel am Ende auch nicht geschadet. Wir haben viele neue Autos bekommen, einen Streckeneditor, mehr Tuning, ein Hot Wheels DLC und Lego DLC. Naja, die Meinungen waren recht gespalten. Nein! Nicht im Ernst! Was soll das denn? Sieht gut aus, aber warum? Warum? Du hast ja verstanden. Trotz der kleinen Problemchen überlebt Horizon 4 seine Zeit bis zum Nachfolger eigentlich ganz gut. Das war auch der erste Teil, der nach 2 Jahren immer noch der aktuellste war, weil es einfach diesmal länger gebraucht hat. Das Spiel wurde länger unterstützt und bis zum nächsten Teil ist einfach mehr Zeit vergangen. Ich glaube insgesamt 3,5, 4 Jahre ungefähr, irgendwie sowas. Und ja, kurz vorm Ende stand dann noch das große Hell's Kitchen Turnier vor der Tür, welches ich mit Noah Mandé und Dullis World organisiert habt. Geht, Leute, herzlich willkommen. Gewinne. Hopp, 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 hopp. Hier, es geht los, Leute. Der Hell's Kitchen Cup live auf Twitch. Was ist los? Ecki, Erster. Linkus, Zweiter. Guck mal, da geht der Puls hoch. Sein Puls ist bei 149. War auch ein richtig geiles Event. Alles in allem war Horizon 4 also auch ein Teil, an den man sich gern zurückerinnert. Ja, und dann war natürlich Horizon 5 an der Reihe, der aktuelle Titel. Ein Hype war spürbar, aber irgendwas stimmte nicht. Irgendwas lag in der Luft. So ganz traute man der Sache nicht, warum auch immer. Der Standort Mexiko mag Geschmackssache sein. Ich finde ja, die Map bietet nicht ganz so viel. Sieht relativ, ja, karg aus irgendwie. Ja, aber doch etwas Gravierendes sollte sich noch ändern. Während Horizon 4 mit über 750 Autos ein Ende fand, wurden in Horizon 5 über 300 Autos entfernt. Man war schockiert, what the fuck, warum? Ne? Ja, wie sich herausstellte, hatten die Entwickler eine nicht ganz so kundenfreundliche Idee, wie sie ihr Spiel auf Dauer updaten. Sie nahmen einfach die 300 Autos also raus und werfen sie nun Stück für Stück wieder ins Spiel und nennen es neu oder Back to Forza. Immer mal wieder wischen sie natürlich ganz neue Autos hinzu, die es noch nicht gab vorher. Aber im größtenteils sind die meisten Autos recycelt. Ja, und das ist ehrlich gesagt nicht so toll, vor allem die feiern sich dafür. Und ja, es ist einfach rausnehmen und dann als neu verkaufen. Keine geile Idee. Erst jetzt, weit über ein Jahr nach Release, nähern wir uns der Menge an Autos, die wir zuvor in Horizon 4 hatten. Es gibt beziehungsweise oder gab bisher keine Autopakete auch, außer dem Formula Car Pack zu Release. Und naja, alle neuen und recycelten Autos erscheinen in wöchentlichen Playlists. Und wenn ein Auto besonders selten und nicht im Autohaus kaufbar ist, bleibt einem im Grunde nichts anderes übrig, als die Saison zu spielen oder im Auktionshaus auf den Wagen zu snipen. Ja, alles in allem keine feine Sache, aber man kann dann doch noch irgendwie damit leben. Ne? Irgendwie geht's immer. Schlimmer waren die Server zu Beginn. Oh mein Gott, es war fast unmöglich, eine Kolonne zu bilden. Voy a la playa, ya subió la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré para ella. Eso. Y la
Spieler waren unsichtbar oder flogen direkt wieder raus. Selbst erstellte Rennen funktionierten oft nicht und die Objekte wurden bei anderen Spielern nicht geladen. Der Bug ist selbst heute noch existent. Ja, Leute flogen durch die Map und ich könnte noch ewig über Bugs reden. Also der Release war eine reine Katastrophe und selbst jetzt noch kommen diese Bugs teilweise wieder, dass Leute unsichtbar sind oder ne, die Verbindung ewig abbricht. Dieses Zeichen, Alarm, oh, deine Verbindung wurde unterbrochen. Gott, wie oft ich das schon gesehen habe. Es ist einfach nur furchtbar. Also, die kriegen jetzt nicht richtig gepatcht. Der eigentliche Witz ist ja sogar noch, dass viele dieser Bugs noch aus Horizon 4 sind. Es sind einfach exakt teilweise dieselben Bugs vorhanden wie in Horizon 4. Das bringt einfach diese Copy and Paste auf schnell mal eben hier ein Spiel gemacht, natürlich wieder in den Vordergrund. Und was auch krank geworden ist, ist das Balancing der Autos. Es ist mittlerweile völlig hinüber, eine Flut von Meta-Autos und Tunings, welches selbst Schwitzer dumm gucken lässt, wenn ihr eigentlich immer so krass overpoweredes Auto plötzlich wieder eine lahme Gurke gegenüber einem anderen Auto ist. Wirklich, die Klassen haben keinen Sinn mehr. Wenn man zum Beispiel ein S1900-Rennen fährt und dementsprechend kein Wagen die Klasse überschreiten darf, heißt das noch lange nicht, dass ihr ein faires Rennen zu erwarten habt. Es gibt einfach Autos, die zwar S1900 auch eingestuft sind dann, aber fast so schnell sind wie ein S2-Fahrzeug. Also wer spannende Rennen will, ohne zuvor Stunden damit zu verballern, ein Meta-Tuning zu erstellen oder zu finden, ist hier fehl am Platz. Das ist wirklich dermaßen broke, das ist nicht mehr normal. Die DLCs waren, naja, okay, Hot Wheels war mehr oder weniger recycelt aus Horizon 3 und an sich eigentlich nicht ganz so schlimm, aber die Strecke, die sie da gebaut haben, sind eigentlich mehr oder weniger unspektakulär. DLC 2 war jetzt auch keine Weltneuheit, aber trotzdem recht gut. Die Map macht Spaß, ne, sieht ganz gut aus, vor allem der Canyon. Aber das eigentliche Problem hat sich in den letzten Wochen und Monaten rauskristallisiert, und zwar die Entwickler hauen ab. Der Creative Director Mike Brown zum Beispiel, den wir aus den Streams kannten, hat Playground Games verlassen und mit ihm noch einige andere Entwickler. Oder auch der Gründer und langjährige Chef von Playground Games, Gavin Rayburn oder Rayburn, keine Ahnung, ist nicht mehr dabei. Ja, was bedeutet das jetzt für Forza? Das heißt jetzt natürlich nicht, dass es nie wieder ein Forza geben wird, weil Playground, ne, die haben ja natürlich noch Entwickler und ich denke mal auch Microsoft ist auch da am Start und die, ne, nebenbei gibt es dann noch Turn 10. Also ich denke schon, wir werden noch ein Horizon bekommen, also ein Horizon 6. Die Frage ist nur, wie wird es aussehen? Weil die uns die letzten Teile alle gebracht haben, sind ja jetzt weg. Und das bedeutet im Grunde nur, neue Menschen mit neuen Gedanken und neuen Ideen und einem anderen Stil vielleicht. Vielleicht wird Horizon 6 mal was komplett anderes. Vielleicht kriegen wir endlich mal auch eine Map, wo die lang ersehnte große City ist oder sogar Japan. Ne, man muss da abwägen. Ne? Man muss natürlich abwarten, was sich da jetzt so ergibt. Ob da irgendwann mal die News kommen, dass sie vielleicht doch nichts machen können mehr oder was auch immer. Aber ich denke, ja, es könnte jetzt eine große Änderung geben. Ne? Was ich nicht feiern würde, ist, wenn sie an dem Stil festhalten und alles weiter so machen wie auch in Horizon 5, dass sie uns wieder tonnenweise Autos wegnehmen und die dann häppchenweise zurückgeben. Wieder eine langweilige Map, die 90% aus irgendwelchen Landstraßen besteht und quasi keine Städte hat und so weiter. Ich meine, Dschungel und Berg und so ist ja schön und gut, ne? Finde ich auch geil sowas. Aber in Horizon 5 fehlt mir zum Beispiel eine Stadt. Das, was da ist, dieses Ding. Stadt, Dorf, was auch immer. Okay, mag auch Geschmackssache sein, ist nicht ganz so mein Ding. Also mir gefällt das da nicht. Da fand ich die in Horizon 3 wesentlich besser. Das Ding ist einfach, auch wenn Horizon 5 noch läuft, die Spielerzahlen sind okay und so weiter, ist es doch meiner Meinung nach fast einer der schlechtesten Teile oder wenn nicht sogar der schlechteste Teil der Serie. Ne? Man kann es zwar spielen, aber es wirkt irgendwie ganz anders als die alten Teile. Ja? Das Festival-Feeling ist sowieso schon lange weg und es ist echt stumpf. Es ist wirklich stumpf irgendwie. Man fühlt sich einfach nicht mehr so wie in Horizon 1 oder 2 oder 3. Es ist einfach alles abgeflacht ein bisschen. Deswegen muss jetzt auch neuer Wind rein. Und deswegen hoffe ich einfach, dass die Entwickler, ne, die jetzt übernehmen, da auch mal eine frische Brise reinbringen. Ne? Und ja,
wie gesagt, also wie die meisten hier wahrscheinlich auch, hoffe ich auf Japan. Aber es gibt natürlich noch andere geile Spots. Man könnte auch eine amerikanische Stadt wieder nehmen oder so. Oder Deutschland, aber das wird wahrscheinlich eh nie passieren. So beliebt, wie wir in der Welt sind mittlerweile. Alles in allem würde ich sagen, hatte Horizon seinen Peak mit Horizon 3 und danach ist es abgeflacht und jetzt muss was Neues her. Sie arbeiten ja momentan an Motorsport, beziehungsweise Turn 10 arbeitet daran mit einer neuen Engine und ich hoffe auch, die neue Engine wird dann für Horizon verwendet, weil die Horizon Engine ist halt auch schon ein bisschen älter und man merkt, die ist nicht mehr so frisch, ne, mit den ganzen Bugs und alles. Und da kann man nur hoffen, dass die neue Engine gut wird, dass Motorsport vor allem gut abschneidet, weil daran kann man dann schon ein bisschen ableiten, wie ein Horizon sich denn anfühlen könnte in Zukunft. Und ja, da kann man nur die Daumen drücken, dass das alles gut geht und da kein Totalschaden bei rumkommt bei Motorsport. Denn die haben in den letzten Teilen natürlich auch nicht so gut abgeliefert, ne? Motorsport 4 ist immer noch der beste und beliebteste Teil. Die anderen danach, naja, nicht der Rede wert eigentlich. Also schauen wir mal und warten wir mal, wie das Reboot am Ende wird und dann können wir schauen, wie wird sich Horizon 6 dann vielleicht entwickeln und vor allem, wann wird es kommen. Ich denke mal, vielleicht nächstes Jahr, Mitte, Ende nächstes Jahr ein Trailer wäre realistisch von der Dauer her. Ne? Horizon 5 wird ja auch nicht jünger, ist ja, hat ja jetzt auch schon seine Jährchen. Und ja, ich auf jeden Fall bin gespannt. Ihr könnt mir ja gerne mal mitteilen, seit wann ihr dabei seid oder ob ihr überhaupt Horizon spielt. Wenn ihr auf PlayStation seid, dann könnt ihr natürlich nicht spielen, außer am PC. Aber trotzdem, wie gefällt euch das so? Ne? Wenn, egal, ob ihr das gespielt habt oder nicht, würdet ihr es gerne spielen? Oder wenn ihr es gespielt habt, wie hat euch die Entwicklung von Horizon gefallen? Ne? Von 1 bis 5. Ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vielen Dank auch nochmal für die ganzen Kommentare unter dem letzten Video über Need for Speed. Hat mich gefreut. Da werden wir vielleicht auch irgendwann nochmal ein kleines Video machen und auf ein paar Kommentare eingehen. War auf jeden Fall eine geile Sache. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr wieder ein Like da lasst. Abonnieren nicht vergessen, unterstützt den Kanal. Würde mich freuen, wenn es hier ein bisschen aufwärts geht. Und wir sehen uns, hören uns dann im nächsten Video.